Das heißt, wir reden von der angstfreien Arbeit, wo ich mit einem Robotersystem arbeite. Und hier zum Beispiel, das ist ein pneumatisch angetriebenes System, das hat keine eigenen elektrischen Motoren, das zum Beispiel in jeder Zeit irgendeine Verletzung zuführt. Das ist zum Beispiel schon bei elektrischen Robotern passiert, wenn aus irgendwelchen Gründen was schief geht. Und wir haben solche Systeme wie hier, die sind leicht, die sind schon von der Hardware aus gesehen so designt, dass sie sich nicht verletzen können. Das ist ein schönes Beispiel.